Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, mein Name ist Anna Majuchina. Ich bin Projektmanagerin der Exportakademie Baden-Württemberg. Und mein Thema heutiges Gesprächs ist das Benchmarking. Ich weiß, dass hier in der Exportakademie sehr viele Erfahrungen schon in diesem Bereich gesammelt wurden. Ich glaube, dass Sie schon seit 15 Jahren mit diesem Thema sich beschäftigen. Deswegen würde ich einfach fragen, welches Projekt war für Sie am interessantesten? Ja, wir machen das, du hattest das initiiert 1997 schon, oder sogar 1995 schon, die ersten Aktivitäten. Mittlerweile haben wir sehr vieles an Benchmarking gemacht. Und ein Projekt, an das ich mich immer gerne erinnere, ist ein Projekt, das wir gemeinsam mit der GIZ gemacht haben. Dort war der Zielfokus Unternehmen aus Zentralasien und Indien. Damals haben 110 Unternehmen teilgenommen und es gab eine Veranstaltung in Taschkent. Genau. Ja, da war das Glück damals, dass in Taschkent Putin eine Park hatte mit Häusern, wo er immer jedes Mal, wenn er zu Besuch war, mit seiner ganzen Mannschaft untergebracht wurde. Ja? Und da hatten wir das Glück, dass wir das zur Verfügung gestellt bekommen haben für diese Zeit, ja, dieses ganzen, der Auswertung und der Übergabepreise und so weiter. Ja. Und das war wirklich eine sehr interessante Sache, weil aus dem ganzen zentralasiatischen Raum kamen die Unternehmen von Usbekistan, Kirgisistan, Aserbaidschan, Tadschikistan, Indien waren einige mit dabei. Ja. Und das war also eine wunderbare Veranstaltung mit der Übergabe der Preise. Ja, bestimmt war es auf jeden Fall schön, aber ich würde einfach ergänzen, dass vielleicht diese Residenz nicht nur für Putin benutzt wurde, sondern für alle Präsidentinnen und Präsidenten. Haben Sie damals erzählt, ja, genau. Das ist wichtig, für ihn. Gut. Ja, okay. Ja, aber diese Marketing-Management-Methode, Benchmarking, wurde schon seit Jahren überall sehr global verwendet. Denken Sie, dass diese Methode nach wie vor sehr aktuell ist oder gibt es auch Alternativen, die auch sehr gute Ergebnisse für Unternehmensevaluierung gibt? Gut, wir sind überzeugt, dass Benchmarking nach wie vor eine sehr aktuelle Methode ist, insbesondere auch im internationalen Kontext. Wie können Prozesse zu meinen Partnern in meinen Niederlassungen, wie können die verglichen werden? Benchmarking sehen wir auch als Baustein hin zu einer Balanced Scorecard. Weil wenn ich mit Kennzahlen arbeite, muss ich erstmal herausfiltern, welche Kennzahlen sind für mich die kritischen Kennzahlen und wichtigen Kennzahlen. Und das Gefühl bekomme ich nur, wenn ich Benchmarking mache, wenn ich mich vergleiche, wenn ich mit diesen Zahlen aktiv arbeite. Das heißt, Benchmarking sehen wir nach wie vor als eine elementare Methode im Management der heutigen Zeit. Und ein wichtiger Punkt ist natürlich, dass eine gewisse Dynamik reingebracht werden kann. Das Ganze, was die anderen Bewertungsverfahren, Zeitpunkt und so ist die Situation des Unternehmens, nicht möglich ist, sondern man vergleicht dann diese Prozesse über mehrere Perioden. Ja, und die Unternehmer haben jedes Mal vorher noch die Chance, genau die Prozesse, wo sie nicht so gut waren, zu verbessern. Ja, und damit jedes Mal sehen, wie sie sich verbessern. Und zwar in Richtung sogenannter Best Practice Verfahren. Ja. Das war auch lange Zeit ein entsprechendes Modell, das also propagiert wurde, dass man so ganz langsam immer an die Grenze kommt, wo praktisch der Prozess nicht mehr zu verbessern ist, wo man das Optimum erreicht hat. Und das kann man nur mit Benchmarking machen.
Ja. Das heißt, dass man am besten mehrere Benchmarking-Projekte in einem Jahr oder in dem nächsten Jahr macht, genau, diese Änderungen zu evaluieren und besser einzuschätzen. Ja. Ja, und das heißt, dass Benchmarking eigentlich so mehr Innovationen vorantreibt, oder kann man sagen, dass Benchmarking kann eher Innovationen verhindern, weil die Unternehmen einfach neue Ideen sehen, aber sie sind eigentlich nicht neue. Ja, gut, das ist eine interessante Diskussion. Viele, auch in der Fachliteratur, sagen, Benchmarking verhindert Innovation. Dort ist aber immer dann die Perspektive, ich schaue, was andere machen, ich kopiere das einfach, übertrage das 1:1 auf mein Unternehmen. Das heißt, es ist dann Kopieren und nicht Innovation. Wir sehen das eher anders. Wir sehen insbesondere große Innovationssprünge, in dem Benchmarking nicht nur in der eigenen Branche gemacht wird, sondern auch in anderen Branchen, um dort zu schauen, was wird da anders gemacht, bekomme ich Ideen über neue Geschäftsmodelle zum Beispiel, welche Prozesse benutzen die Unternehmen im Servicebereich, die ich vielleicht auf mein Produktionsunternehmen übertragen kann. Und dieses branchenübergreifende Benchmarking sehen wir als elementaren Baustein auch, um Innovationen zu generieren. Deshalb sehen wir Benchmarking als Treiber für Innovation, nicht als Bremse für Innovation. Und es hat sich auch tatsächlich gezeigt in all den Jahren. Ja. Und die Unternehmen haben das auch zugegeben. Ein Unternehmen hat sogar ein Buch darüber geschrieben. Ja. Mhm. Mit allem drum und dran. Da steht ganz speziell das drin, ja, dass Benchmarking sie bezogen auf neue Ideen und Innovationen richtig weitergebracht hat. Ja. Wie heißt dieses Buch? Haben Sie es noch im Kopf? Gut, es gibt verschiedene Bücher. Das eine ist von Kamp, Benchmarking, ja, nennt sich nur der Titel. Nein, aber das ist speziell von dem Unternehmer und dem Unternehmen. Ach, genau, das ist praktisch der Unternehmer Rose Plastik. Die Firma Rose Plastik hat da ganz explizit ein Buch rausgebracht. Genau. Wie haben sie Benchmarking genutzt, um sich zu verbessern? Stimmt. Ja. Ich finde, das ist sehr wichtig, also diese Lessons Learned zusammenzufassen. Und vielleicht meine letzte Frage, welche Empfehlungen haben Sie für die Unternehmer, die an Benchmarking teilnehmen möchten? Gut, eine wichtige Empfehlung ist, sich zu öffnen, überhaupt bereit zu sein, Daten zu vergleichen, Daten auch mit anderen zu diskutieren. Was oftmals wir sind ja Schwaben, für den schwäbischen Unternehmer ein bisschen schwierig ist, zu sagen, okay, jetzt muss ich mit jemand diskutieren und mein Innerstes dann auch kommunizieren. Das heißt, das wäre die Empfehlung. Und natürlich, die Hauptempfehlung ist, Benchmarking nicht als Kopiermaschine zu nutzen, sondern Benchmarking zu nutzen, um tatsächlich Innovationen zu generieren. Mhm. Und das haben wir auch im Bereich Qualitätsmanagement auch gesehen, zu sagen, wenn ich Methoden zum Beispiel aus Japan übernehme zum Lean Management, kann ich das nicht 1:1 machen, sondern muss schauen, wie passt es auf mein spezielles Unternehmen und auf meine Prozesse mit ein. Das heißt, Empfehlung, offen zu sein und, was wir auch schon diskutiert haben, regelmäßig zu machen. Richtig. Aber ein wichtiger Punkt erscheint mir noch, ist der, dass der Fragebogen ist schon ziemlich umfangreich und detailliert, tiefschürfend. Ja. Und manche sagen, um Gottes Willen, ja, 20, 25 Seiten, das ist unmöglich, habe ich keine Zeit dafür. Ja. Und das ist auch etwas vorschnell vielleicht bezogen auf die Offenheit, denn der Fragebogen ist ja eingeteilt in bestimmte Verantwortungsbereiche im Unternehmen. Also wenn ein Koordinator bestimmt wird im Unternehmen, der den Fragebogen aufteilt an die verschiedenen Verantwortlichen der Hauptabteilungen, dann hat jeder, wenn das zum Beispiel 5 Abteilungen sind, ja, wir empfehlen den 7 Schritten des IMLI zu folgen, ja, dann sind es
7 Abteilungsleiter, ja, und 21 durch 7 gibt 4, dann hat jeder nur 4 Seiten auszufüllen. Ja. Und da braucht er nicht länger als eine Stunde dafür. Ja. Mhm. Und der Koordinator koordiniert dann eben diese 7 Fragebogen wieder und schickt die uns die. Mhm. Ja. Ja. Das ist also wichtig bezogen auf die Motivation und die Organisation. Ja. Genau, und das bringt mich gerade noch auf einen weiteren Punkt, was wichtig ist. Das eine, Benchmarking im Rahmen von Fragebögen, das ist die Basis. Mhm. Aber letztendlich wäre der nächste Schritt, wir sagen, das sind sogenannte Best Practice Groups. Das heißt, sich mit Unternehmen dann zusammenzusetzen, Prozesse, auch Produkte zu diskutieren, zu besprechen, gegenseitig zu lernen und daraus dann auch Innovationspotenziale herauszufiltern. Wir haben ein Beispiel, da wurde praktisch im Bereich der Supply Chain bis zu 30% Kosteneinsparung erzielt. Einfach indem komplett neu gedacht wurde und in der Diskussion gegenseitig gelernt wurde und Unternehmen vom anderen tatsächlich lernen konnten. Wie kann ich etwas besser machen? Und 35% in der heutigen Zeit ist natürlich schon ein gewaltiger Sprung. Ja, ja. Genau. Mhm. Und die Unternehmen sehen ja zum Beispiel in 10 Säulen, ja, aufgeführt, vom Besten bis zum Schlechtesten. Und einer, der im schlechten Bereich sitzt, ja, der sagt, warum ist der so gut? Ja? Mhm. Kann ich mit dem nicht mal reden? Mhm. Ja, und ja, dann melden sich die bei uns, ja, und fragen. Und dann haben wir die Aufgabe, zweimal zurückzufragen, jeweils, mhm. Ja? Ja. Bist du bereit, der Beste, ja, in so einer Gruppe mitzumachen? Wenn ja, ja, muss man den Nächsten fragen, bist du einverstanden mit so einer Art von Unternehmen? Also man muss der ganze, ja. Wir koppeln das mehrere Male zurück, ja, ja, bis dann sich welche finden in so einer Gruppe und dann sehr fundiert und effizient arbeiten. Ja, ja, sehr spannend. Vielen, vielen Dank. Ja, gerne. Vielen Dank. Ja.